Ja, willkommen zu meinem Vortrag vom Set Framework zu Laminas. Kurz zu mir, ich bin Ralf Eggert, ich bin der Geschäftsführer der Travello GmbH und ich entwickle PHP jetzt mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Habe zum Thema Set Framework das ein oder andere Buch geschrieben und bin seit neuestem auch der PHP-Welt zwar treu geblieben, habe aber mich einer neuen Technologie, der digitalen Sprachassistenten, zugewendet und bin da auch als Alexa-Champion ausgezeichnet worden von Amazon. Das kurz zu mir, dies zu den Zen-Framework-Büchern. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das eine oder andere Buch davon schon hatte oder hat. Wer hat alle? Sehr gut. Du hast das zweimal gekauft? Okay. Ja, die Geschichte zum Zweier war, dass das Zweierbuch war damals bei Addison Wesley nur, also Addison Wesley hat die Sparte damals eingestellt, die Fachbuchsparte, und hat dann nur noch 1000 Stück gedruckt. Die waren dann nach, keine Ahnung, 4 Wochen weg. Und dann hat Gott sei Dank Galileo gesagt, komm, wir machen nochmal Nachdruck. Und der Nachdruck hat sich sogar noch häufiger verkauft. Gut, zu Beginn 3 kurze Fragen. Wer von euch arbeitet aktuell an einem Send Expressive-Projekt? Okay, die Hälfte. Also ich auch. Wer arbeitet noch an einem Send Framework 1-Projekt? Das sind ja irgendwie sogar mehr. Da kommt noch jemand, der, wo ich weiß, dass er an einem Send Framework 1-Projekt arbeitet. Und wer hat noch nie mit dem Send Framework gearbeitet? Gut. Das hätte mich jetzt auch überrascht. Okay, seid ihr weiß, ist vielleicht, ja. Hätte mich jetzt auch ein bisschen überrascht, denn ich hätte den jetzt nicht rausgeworfen, aber das ist manchmal schon interessant, wer so da zu einem Talk kommt. Bevor wir uns zu Laminas wenden, müssen wir erstmal so ein bisschen versuchen zu verstehen, wieso, was ist so in der Vergangenheit passiert, wohin hat sich das Ganze entwickelt und wo stehen wir halt heute und warum ist jetzt dieser Schritt denn entsprechend notwendig geworden? In der grauen Vorzeit, bevor ich mich mit dem Zen, also ich habe mich mit dem Zen, beschäftige mich mit dem Zen Framework im Prinzip seit 2006. Davor habe ich mich mit einem Framework auseinandergesetzt, das Pirado Framework. Kennt das jemand? Das hätte mich jetzt auch wirklich überrascht, weil das ist eine Eigenentwicklung, die ich nur selber genutzt habe. Rückblickend war das relativ grauenvoll, aber ich war jung und brauchte das Geld und habe damit viele Projekte umgesetzt und war dann im Prinzip Anfang 2006 auf der Suche nach einem neuen Framework. Zufälligerweise kam in dieser Phase das Zen Framework 1 raus, beziehungsweise die erste Alpha-Version war angekündigt. Die habe ich mir dann sogar auch gleich damals heruntergeladen und habe dann gleich gesehen, dass das Konzept dieses Frameworks, das gefiel mir gut. Ich habe die Komponenten schon gefunden, die ich brauchte. Es fehlte noch ein bisschen was, aber man konnte eigentlich im Prinzip schon mit der frühen Alpha-Version erkennen, dass das ein Framework ist, was mein damaliges Framework natürlich verbessert hat, was aber das enthält, was man so als Entwickler braucht. Es hat ungefähr, ich glaube, 1,5 Jahre gedauert, bis das erste stabile Release herauskam. Und ganz interessant hier ist natürlich auch, wann gab es das erste Release? 2007. Und fast 10 Jahre, und wenn man dann noch sogar noch das Alpha-Release mit einnimmt, fast 10 Jahre wurde das Zen Framework 1 halt aktiv entwickelt. Das ist für eine Major-Version eines Frameworks schon eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit. Das Zen Framework, nur kurz zusammengefasst, bietet über 60 Komponenten. Zu Anfang natürlich waren es eher 10, aber bis zur letzten Version sind fast 60 Komponenten zusammen geworden. Und was ich persönlich denke, ist, dass der Name Zen Framework eigentlich von Anfang an eher irreführend war, weil das Framework war eigentlich schon immer eine Komponentensammlung. Also man hatte für verschiedene Aspekte einer Anwendung entsprechende Lösungen für Authentifizierung, für Datenbank, für Formulare, auch natürlich für den MVC-Teil. Aber es kam schon immer eher als Komponentensammlung daher und der MVC-Teil hat das quasi zum Framework gemacht. Interessanterweise haben viele andere Frameworks, die als MVC-Framework gestartet sind, diesen Komponentenansatz mittlerweile auch übernommen. Auch eine spannende Geschichte ist, dass der Support für das Zen Framework 1
erst nach vier Jahren, nachdem das Central Mac 2 rauskam, eingestellt wurde. Ursprünglich geplant waren damals oder angekündigt war erst, wir supporten das Central Mac 1 noch nur 2 Jahre. Es sind dann aber insgesamt 4 Jahre geworden. Und das zeigt so im Nachhinein schon, okay, irgendwas ist da vielleicht jetzt nicht ganz rund gelaufen. Ein bisschen Angst macht es mir, weil ich arbeite da bei einem Kunden immer noch täglich mit, dass es auch heute noch in vielen, auch größeren, komplexen Projekten immer noch im produktiven Einsatz ist, obwohl es seit einigen Jahren gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Und wie wir eben erfahren haben, fast alle haben momentan noch ein Zen Framework 1 Projekt in der Betreuung. Trotz allem war nicht alles schlecht. Das Zen Framework 1 war damals vor jetzt ungefähr 10 Jahren eigentlich das, zumindest in dem mitteleuropäischen oder deutschsprachigen Raum, eigentlich das am häufigsten eingesetzte PHP-Framework. Unter anderem wurde es auch von Shopware und von Magento verwendet. Die haben teilweise eben auch diesen Komponentenansatz eingesetzt. Aber es war damals eigentlich, wenn man nach einem Framework gegriffen hat, lag man mit seinem Framework eigentlich nicht falsch. Das war die gute alte Zeit. Gut, so schlecht ist es dann auch nicht geworden. Mit dem Zen Framework 2 ist es so, das ist im September 2012 ist die erste Version entstanden. Das letzte von der Benennung her neueste Release ist das 2.5.3er aus dem Juni 2016. Es gibt aber auch noch für ein früheres Minor Release das 2.4.13er. Das ist sogar noch später aktualisiert worden. Das liegt einfach daran, dass dass der Support entsprechend weitergeführt wurde für die 2.4er-Version, und zwar bis März 2018. Und diese 2.5er-Version, die ist sozusagen schon, das war quasi der Schritt, das Ganze als Meta-Package zu organisieren. Vorher war es so, wenn man in irgendeiner Komponente, und sei es, keine Ahnung, man hat einen Bug gefunden in einer Progressbar-Komponente, dann musste das ganze Framework neu versioniert werden, das ganze Framework neu aufgesetzt werden und es gab ein neues Release. Weil alles miteinander, weil immer quasi alle Komponenten zusammen released wurden. Mit dem 2.5er ist es so, das ganze Framework ist eigentlich nur noch ein Meta-Package, das heißt, man hat eine Composer-JSON-Datei, wo die ganzen anderen Projekte oder die ganzen anderen Komponenten drin verwaltet werden. Die schönen Sachen. Im Zen Framework 1 gab es eigentlich keine richtige MVC-Komponente. Man hat sich da ein bisschen mit Zen Application und Zen Controller und weiteren Komponenten beholfen. Aber das Zen Framework 2 hat wirklich eine richtige MVC-Komponente bekommen. Der Event Manager wurde komplett neu eingeführt, der Service Manager. Das sind eigentlich die interessantesten Neuerungen, die damals dann entsprechend herausgestochen haben. Danach begann aber so ein schleichender Niedergang. Einfach weil, wie ich finde, ein paar Fehler gemacht wurden. Und ab 2010 hat halt das Zen Framework, obwohl es damals eigentlich, wie gesagt, zumindest gefühlt am häufigsten eingesetzt wurde, hat es viele Nutzer überwiegend an Symfony und Laravel, auch an andere Frameworks verloren. Und das war halt so ein Schritt, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass eben auch heute viele von euch noch mit dem Zen Framework 1 arbeiten dürfen. Okay, wie ist das passiert oder warum ist das so? Wie kam es im Prinzip dazu? Das größte Problem ist, dass einfach die Migration vom Zen Framework 1 auf das Zen Framework 2 also faktisch eine Neuentwicklung war. Man konnte nicht einfach sagen, ich upgrade jetzt mal das Framework, passe vielleicht ein paar Dateien an, schiebe ein paar Dateien rum und ändere irgendwelche anderen Dinge und schon läuft die Kiste. Also das war halt wirklich eine komplette Neuentwicklung. Gewisse Dinge, einzelne Komponenten funktionierten auch ähnlich, aber gerade das MVC
der Service Manager, der Event Manager. Das war halt komplett anders, als es im SEND Framework 1 der Fall war. An sich ist das nicht schlimm. Ich glaube, jedes größere Framework hat zwischen der ersten und zweiten Version diesen Schritt, dass halt eine Neuentwicklung stattgefunden hat. Man hat halt erfahren, okay, das haben wir hier zwar damals so gemacht, das ist jetzt nicht so gut geworden, das müssen wir ein bisschen besser machen. Und die, es ist halt einfach notwendig, Entscheidungen zu treffen, die eben ein Framework eben nicht mehr kompatibel machen. Dafür haben wir ja Major-Versionen. Das Problem ist hier leider gewesen, dass man als Nutzer, also ich sowohl als Autor und auch als jemand, der versucht, das Framework in der Community bekannt zu machen, aber eben auch als Nutzer, habe das eben auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, und ich kenne das aus vielen Gesprächen aus den letzten 10 Jahren, der Nutzer fühlte sich bei der Migration so ein bisschen alleine gelassen. Es wurde einiges angekündigt, ein Migrationsguide, Migration Layer, noch verschiedene andere Dinge, und die sind leider irgendwie nicht gekommen. Und das ist eben ein Grund, weswegen eben viele sich diesen Wechsel einfach nicht getraut haben. Symfony hat damals das gleiche Problem, also ich weiß nicht, wer mit Symfony arbeitet, aber die 1er-Version und die 2er-Version, da sind auch gewisse Dinge neu gemacht worden, dass man da auch nicht wirklich migrieren konnte. Also es entsprach schon einer entsprechenden faktischen Neuentwicklung. Nur die haben halt die Community sehr an die Hand genommen. Es gab da viel Unterstützung, viele Hilfe von dem Symfony-Team, was dem Nutzer halt, wo der Nutzer sich halt einfach besser fühlte. Und so sind halt sehr viele SEND Framework-Nutzer damals auf Symfony gewechselt. Oder ab 2011 nach Laravel, was damals dann aufkam und auch heute zu den beiden am häufigsten eingesetzten Frameworks, zumindest in der westlichen Hemisphäre, der Fall ist. Persönlich habe ich eben auch bedingt durch diesen starken Wechsel in den Jahren 2013 bis 2018 sehr viele Workshops und Schulungen gehalten, in vielen Teilen Deutschlands und auch in der Schweiz, weil es viele Anfragen gab, ja, wir haben ja unser SEND Framework 1 Projekt, wir wollen zum 2er, das geht leider nicht, und habe da viele, viele Schulungen gehalten, viele Migrationsworkshops und so weiter. Aber dennoch würde ich mal behaupten, das wird mir wahrscheinlich auch fast jeder zustimmen, dass das SEND Framework halt durch diese Migrationsproblematik zum SEND Framework 2 so ein bisschen den Platz an der Sonne verloren hat, und Symfony und Laravel haben sich da in der Community halt jetzt breit gemacht und viele, viele Informationen oder viele, viele Projekte auch entsprechend übernommen. Das zur Vorgeschichte. Wie sieht es denn heute aus? Das SEND Framework 3 wurde, oder beziehungsweise 3.0er Release wurde am 28. Juni 2016 herausgebracht. Das letzte Release ist vom 28. Juni 2016. Wie? Es wurde 3 Jahre nicht aktualisiert, das SEND Framework? Ja, warum? Ganz logisch. Das SEND Framework 3 ist halt auch, wie das 2.5er, schon ein Meta-Package. Das heißt, es gibt in dem Package für das SEND Framework 3 eine Composer-JSON-Datei, da sind alle anderen Pakete notiert, die es gibt, und es macht überhaupt, dadurch, dass nicht mehr jedes Paket in dem Release drin enthalten ist, gibt es überhaupt gar keinen Grund, neue Releases rauszubringen. Das heißt, das SEND Framework 3.0.0 ist jetzt mittlerweile schon 3 Jahre alt, aber die einzelnen Packages, die einzelnen Komponenten, die haben natürlich eigene Release-Zyklen, die auch regelmäßig aktualisiert werden. Ich persönlich, eine der besten oder schönsten Neuerungen und für mich auch am wichtigsten ist, dass es jetzt neben der klassischen MVC-Komponente eben auch mit Expressive eine leichtgewichtigere Variante gibt. Gerade Einsteiger, wenn sie fernab von dem, also in der MVC-Komponente ist es so, da wird einem viel abgenommen. Der Event Manager ist stark integriert ins MVC, der übernimmt viele Dinge, der kümmert sich ums Routing, der kümmert sich ums Patching, und es gibt viele, viele Hooks, wo man sich quasi einhängen kann, um an diesem Prozess was zu ändern. Das ist aber manchmal nicht nachvollziehbar, weil teilweise
innerhalb dieses Konstruktes sind für diese einzelnen Events im MVC-Handling sind sogenannte Nummern vergeben und anhand dieser Nummern wird die Reihenfolge bestimmt. Nur die sind halt über das gesamte Projekt oder auch über viele Komponenten verteilt und es ist ein bisschen schwer herauszufinden, wann jetzt eigentlich was passiert. Es hat sich mal jemand die Mühe gemacht und hat versucht, den kompletten MVC-Prozess grafisch darzustellen und dann auszudrucken. Das Ganze würde diese komplette Wand hier bedienen und es wäre jetzt nicht besonders groß gedruckt. Also der ganze Prozess ist durchaus komplex. Und wenn man da irgendwas ändern will, wenn man zum Beispiel sagt, ich muss unbedingt nach dem Routing vor dem das und das machen, dann ist das eben sehr komplex. Der Expressive hat den großen Vorteil, dass man da die sogenannte Pipeline hat. Das ist eine Datei, in den ersten Versionen war es ein Array. Mittlerweile kann man das sogar auch in einem Delegator Router Factory darstellen. Und da steht ganz genau, wann was passiert. Man beginnt mit der Middleware, man beginnt dann mit der nächsten. Und wenn man dann irgendwann sagt, ich möchte jetzt nach dem Routing genau das machen, das soll aber noch vor dem Dispatching stattfinden, dann geht man direkt in die Pipeline, passt das an und kann halt viel besser in diesen ganzen Prozess einsteigen. Diese Möglichkeit ist beim MVC halt deutlich komplexer. Und wir entwickeln mittlerweile alles Neue nur noch mit Expressive 3. Und bei den Legacy-Anwendungen, die noch auf SAN Framework 1 basieren, ist es so, dass wir die schrittweise zu SAN Expressive migrieren. Das geht vergleichsweise einfach. Also man kann quasi eine Expressive in seine Codebasis integrieren, lässt dann immer erstmal Expressive laufen. Und also das ist quasi der Einstieg. Und wenn der eine bestimmte Route findet, die im SAN Expressive definiert ist, führt er das SAN Expressive aus. Wenn es da nicht definiert ist, führt er die Legacy-Anwendung aus. Und das hat den großen Vorteil, dass man halt schrittweise seine Bestandsanwendung migrieren kann, ohne dass man das komplette Projekt von Grund auf neu auf der grünen Wiese aufbauen muss. Das ist eben auch der Grund, weswegen eben noch viele SAN Framework 1-Anwendungen nicht migriert wurden, einfach weil sich viele einfach Angst davor haben, so ein Riesenprojekt, was auf SAN Framework 1 basiert, mal eben neu zu schreiben. Da hat keiner die Zeit für. Man muss ja den Bestandscode warten und man muss halt quasi das Ganze nochmal migrieren. Und der komplette Rewrite ist damit natürlich nicht ganz so einfach. Und mit einer Legacy Middleware oder einem Legacy Layer kann man das relativ einfach mit SAN Expressive umsetzen. Die Migration von SAN Framework 2 MVC zu SAN Framework 3 MVC ist relativ einfach. Klar, die MVC-Komponente wurde komplett neu gemacht, aber hier in diesem Fall hat das Team so ein bisschen ihre Lehren gezogen aus dem vorherigen Major-Release-Wechsel. Man bekommt hier die Unterstützung. Es gibt teilweise sogar Tools, wo man was umschreiben kann. Es gibt Anleitungen, wie man migriert und so weiter. Und das ist eigentlich vergleichsweise überschaubar, was man anpassen muss. Möchte man vom MVC zu Middleware wechseln, dann ist das ein bisschen aufwendiger. Ist ja auch logisch. In einer MVC-Anwendung haben wir Controller, die haben Actions. Und in der Middleware-Anwendung hat man jetzt nur Händler, was man quasi auch als Action-Klassen, zu Anfang hießen sie sogar Action-Klassen. Das heißt, da muss man natürlich jeden Controller anfassen, da muss man natürlich das Routing anfassen, man muss so ein bisschen die Grundlagen doch anders gestalten. Aber es ist durchaus machbar, ich habe es auch schon mit mehreren Kunden, haben wir das auch schon durchexerziert. Wir sind dann vom SAN Framework 2 aufs 3 erstmal gewechselt, MVC in der ersten, im ersten Schritt, dann haben wir das entsprechend angepasst und dann ein paar Monate später haben wir uns wieder getroffen und haben halt den Wechsel von MVC in Middleware übernommen. Gut. Das klingt alles toll, doch erklärt irgendwie immer noch nicht ganz genau, warum jetzt Laminas als Name auftaucht. Der erste Schritt, SAN Technologies wurde im Jahr 2017 von Rogue Wave
gekauft. Das war jetzt, ist jetzt eigentlich kein großes Problem. RogueWave hat sich damals dann auch zu verpflichtet, das Zend Framework weiterzuentwickeln, voranzutreiben und hat das ja im Prinzip auch seitdem gemacht. Es gab weiterhin das Zend Framework Team, bestand weiterhin und die Entwicklung an dem Open Source Projekt hat sich halt entsprechend, ist halt weitergeführt worden. Dann ist aber im Oktober 2018 wurde bekannt, dass RogueWave Software das eben nicht mehr supporten möchte, einfach weil sich das Unternehmen mehr auf den Zend Server konzentrieren möchte. Und das war so die erste Ankündigung und ja, man wusste nicht genau, was passiert. So ein bisschen Unruhe kam dann in die Community und das so, war danach sogar noch ein bisschen verwirrender oder für Außenstehende verwirrender, weil dann auch noch RogueWave wiederum von Perforce übernommen wurde und dann haben sich viele gedacht, ja, was ist denn jetzt? Jetzt haben sie schon angekündigt, dass sie den Support einstellen, jetzt ist nochmal eine Übernahme, geht das jetzt alles noch schneller? Und es herrscht so eine gewisse Verunsicherung. Ich wurde auch oft gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Zend Framework? Sollen wir jetzt wechseln? Wie sieht jetzt die Zukunft aus? Und so weiter. Und dann gab es halt im April 2019 die Ankündigung, okay, wir machen weiter. Und zwar überführen wir das Zend Framework zukünftig in die Linux Foundation. Die Linux Foundation hat halt schon viele Projekte unter ihren Fittichen, Open-Source-Projekte, wo sie sich dann entsprechend um gewisse Details kümmern und diese Ankündigung zu sagen, okay, wir wechseln jetzt zur Linux Foundation, wir machen das Ganze, führen das Projekt weiter, hat mich damals auf jeden Fall persönlich gefreut, weil ich auch so ein bisschen gedacht, ja, was machst du jetzt? Du baust jetzt an vielen Zend Expressive-Anwendungen, wenn jetzt halt gesagt wird, wir führen es nicht mehr weiter, ist halt klar, es kann sein, dass sich eine Community bildet, kann aber auch sein, dass sich niemand findet und es sind in der Vergangenheit ja schon öfter mal Frameworks dann irgendwann durch mangelndes Entwickler nicht weitergeführt worden. Gut, also kommen wir jetzt zur möglichen Zukunft. Wie sieht das Ganze aus? Den Namen haben wir schon gehört. Wie gesagt, es gibt einen Neustart, es gibt auch schon eine kleine Webseite dazu, getlaminas.org heißt die. Und Laminas ist halt jetzt der neue Name. Warum hat man den Namen denn ändern müssen? Klar, die Marke Zend besteht ja weiterhin und es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, jetzt das Framework eben nicht mehr unter dem Dach von Zend Technologies zu führen mit dem gleichen Namen. Also war klar, dass irgendwie ein neuer Name herkommen musste. Laminas selber, das musste ich dann auch erstmal nachlesen, beziehungsweise steht mittlerweile auch auf der Laminas Webseite, ist die Mehrzahl von Lamina. Ich weiß gar nicht, in welcher Sprache Lamina. Ob das jemand weiß, keine Ahnung. Und das bedeutet so viel wie Thin Layer. Das heißt also, Laminas sind dünne Layer, dünne Schichten. Ja, der Name klingt, ist halt was Neues. Die Erklärung hat auch irgendwie einen Grund. Muss man sich dann halt mehr oder minder mit anfreuen. Aber der Stichwort oder dieser zweite Teil mit dem Framework, der ist jetzt quasi aus dem Namen raus. Also das heißt jetzt nicht Laminas Framework, sondern das Projekt heißt jetzt weiterhin Laminas oder heißt jetzt zukünftig Laminas. Der Umfang sieht so aus, die komplette MVC-Komponente, die gesamten Komponenten oder Repositories von Zend Expressive, was mittlerweile, ich glaube, 30, 40 einzelne Pakete, also einzelne Repositories sind alleine mit Zend Expressive, basieren alleine auf Zend Expressive. Das wird übernommen, sowie natürlich alle alten Komponenten und zusätzlich eben auch das Nebenprojekt Epigility. Hat das immer jemand genutzt? Und, zufrieden? Ja, also man kann relativ schnell über die Oberfläche was bauen. Ja. Also man kann relativ schnell was bauen, nur wenn es dann ans Eingemachte geht, dann wird es immer ein bisschen hakelig. Ist aber trotzdem relativ erfolgreich, so wie ich gehört habe. Ich selber habe da nicht so viel mit gearbeitet. Aber diese drei Kerne, also die Komponenten, die Zend Expressive-Bereich und Epigility, werden jetzt weiterhin von dem Laminas-Projekt dann übernommen. Es gibt ein sogenanntes Technical Steering Committee, TSC abgekürzt. Das bildet sich im Wesentlichen aus dem Review-Team. Also es gab bisher immer schon ein Review-Team.
was auch aus der Community gebildet wurde, was eben nicht von, wo auch natürlich, wo Entwickler aus der Community eben nicht direkt bei Cent angestellt waren, drin sind, und die kümmern sich halt darum, dass sie halt, dass neue Features irgendwie oder Bugfixes dann entsprechend gereviewt wird, dann wird halt geguckt, wo müssen wir dran arbeiten. Also dieses Team kümmert sich halt um die technischen Entscheidungen. Das zweite oder die zweite Organisationsform ist das sogenannte Governing Board. Das sind übrigens auch alles Organisationsformen, die in der Linux Foundation in den Projekten halt, ich weiß nicht, ob sie vorgeschrieben sind, aber die meisten Projekte machen das auch, dass man halt quasi ein Gremium hat oder wie man es nennen möchte, was sich um die technischen Belange kümmert, und ein weiteres, was sich um die geschäftlichen Belange kümmert. Hier setzt sich aus Vertretern der Mitgliedsunternehmen, also das bei dieser Foundation ist es natürlich so, dass jedes Unternehmen, was Interesse daran hat, dass das Framework weitergeführt wird oder die Komponenten weitergeführt werden, kann Mitglied werden in der Foundation und kann dann dadurch eben auch einen Vertreter in dieses Governing Board entsenden, um sich um die geschäftlichen Belange zu kümmern. Teilnehmer aus zusätzlich gibt es auch, sollen auch ein oder zwei Teilnehmer aus dem Technical Steering Committee mit in das Governing Board übernommen werden. Das ist so im Wesentlichen die organisatorische Struktur, die das Projekt in Zukunft tragen soll. Zum Code. Alle Repositories werden archiviert aus dem Cent Framework und dann teilweise mit den neuesten, mit den Laminas verknüpft, beziehungsweise es gibt dann entsprechende Verlinkung, dass man sagt, okay, wenn man jetzt sich auf CentForm anguckt, dann weiß man, hier ist der, erfolgt dann halt entsprechend ein Verweis auf die Laminas-Form, und somit werden fast alle Komponenten auch übernommen. Es gibt ein paar Komponenten, die eh nicht mehr supported werden. Die werden natürlich nicht übernommen, das macht keinen Sinn. Die bleiben dann aber beim CentFramework weiterhin archiviert. Also man kann das Framework weiterhin auch downloaden oder nutzen mit den bestehenden Versionen, aber es gibt dann da keine neueren Versionen, die man da, wo man noch aktualisieren muss. Okay, welche Vorteile bietet denn diese Foundation? Es gibt einfach eine breitere Basis, die das Projekt tragen. Also jedes Unternehmen, was jetzt Mitglied wird in der Foundation, kann eben auch Dinge beeinflussen. Und man ist unabhängig von einem einzelnen Partner, der das Ganze vorantreibt. Die fühlen sich dann in der Regel auch natürlich dem Ganzen ein bisschen mehr verbunden. Wenn man weiß, okay, wir sind Mitglied, Mitgliedschaft kostet natürlich auch was, wenn man das ja finanzieren will, fordert man natürlich auch mehr und dann bringt man sich in der Regel auch mehr ein. Das ist so die Grundidee. Man kann durch die mehreren Teilnehmern wahrscheinlich auch Fehler oder Fehlentwicklungen, wie bei dieser Migration, vielleicht viel früher erkennen. Dass man sagt, wenn man jetzt ein neues Major-Release hat und da gibt es doch gravierende Änderungen, die jeder durchmachen muss, dann haben meistens die Mitgliedsunternehmen natürlich ein großes Interesse daran, dass es reibungslos läuft und kümmern sich natürlich dann auch entsprechend darum, dass solche Problemsituationen dann halt vielleicht viel früher entscheiden. Ob es in der Praxis denn so klappt, das wissen wir erst natürlich nach ein paar Jahren, aber das ist so eine Idee dahinter. Gleiche beim Marketing. Wie macht man das Framework bekannt? Es liegt dann auch nicht mehr an einer einzelnen Firma, sondern eben an vielen. Die Mitgliedsunternehmen haben natürlich auch das Interesse, dass ein Framework genutzt wird und weitergeführt wird, deswegen machen sie es bekannt, weil dadurch natürlich auch vielleicht neue Entwickler dazustoßen, die das auf der technischen Basis versuchen zu verbessern, was ihnen dann wiederum zugutekommt. Vielleicht gibt es einen findigen Entwickler, der eine neue Komponente erstellt oder der bestehende Komponenten modernisiert, wo sich so keiner rantraut oder wo keiner die Zeit hatte. Und deswegen sind natürlich auch die Mitgliedsfirmen daran interessiert, dass ein Framework dann auch oder quasi dieses Projekt dann auch entsprechend vermarktet wird. Zusätzlich gibt es mehr Beständigkeit. Eben kurz angerissen, diese verschiedenen Wechsel von Verantwortlichkeiten oder von Firmeneignern, wo dann auch eine Firmenpolitik geändert wird. Erst wird es halt weiter supported, dann heißt es, nee, wir machen es jetzt doch nicht mehr weiter und so weiter. Das hat man dann natürlich, wenn man es nicht mehr an einem einzelnen Unternehmen hängt, sondern an so einem Konsortium oder so einer Foundation, dann sind solche Änderungen
haben gar keine Auswirkungen oder keine großen Auswirkungen mehr, weil eben die Last oder die Arbeit eben auf vielen Schultern verteilt wird. Weiterer Punkt, es wird halt einfach transparenter, zumindest für die Mitgliedsunternehmen und dann natürlich auch nach außen, weil einfach viel mehr Entscheidungen halt auch im gemeinsam gefällt werden müssen, zwangsläufig. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie so eine Art Voting-Verfahren gibt, wenn jetzt eine Entscheidung ansteht, wie das in der, im PHP-Core-Team ist. Da müssen ja immer bei einem neuen EFC, müssen ja immer ganz viele entsprechende Mitglieder auch sagen, wir machen das oder nicht. Das wird dadurch natürlich auch entspannter oder transparenter, weil man einfach viel klarer kommunizieren muss, was gemacht wird, und jede Entscheidung wird wahrscheinlich immer von vielen Leuten dann entsprechend hinterfragt. Konkret zur Linux Foundation, warum die als Partner gewählt wurde. Sie kümmert sich halt um viele Sachen, viele Details, die für die Finanzierung, für die Gemeinnützigkeit von solchen Projekten sinnvoll ist. Die stellen teilweise technische oder auch organisatorische Ressourcen bereit, und die haben sowas halt schon sehr oft gemacht. Und man hätte auch eine Foundation selber gründen können, dann hätte man aber viele Hausaufgaben einfach selber machen müssen oder hätte wahrscheinlich viele Fehler auch gemacht, die andere schon längst gemacht haben. Und deswegen ist es halt eine sehr sinnvolle Entscheidung, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt nicht alles nochmal selber zu durchlaufen oder neu zu machen, sondern wir sagen, wir holen uns jetzt einen starken Partner, der in diesem Bereich auch entsprechend über Erfahrung verfügt. Gut. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Organisatorisch, also das Problem war für mich im Vorfeld, die Idee für den Vortrag hatte ich nach der Ankündigung im April. Da habe ich auch den Vortrag hier für die Konferenz eingereicht. Und darin stand dann, dass eigentlich bis zum dritten Quartal spätestens das Ganze publik gemacht werden sollte. Jetzt sind wir schon im dritten Quartal und die hängen ein bisschen hinterm Zeitplan hinterher. Also habe ich dann den Projektleiter Matthew Weyer und Finney entsprechend direkt kontaktiert, dass er mir mal entsprechend den aktuellen Stand nennen kann. Es gibt momentan ein Newsletter, das zeige ich auch gleich noch, wo man selber sich auch eintragen kann, wenn man aktualisiert oder auf den aktuellen Stand gebracht wird. Und das ist jetzt diese Informationen hier sind jetzt quasi die neuesten Infos, die es jetzt entsprechend gibt. Kleine Nebenbemerkung, Matthew selber wollte eigentlich auf der PHP Tech übermorgen seinen ersten Laminas Talk halten, wo er diese Informationen dann der Community mitteilt. Den musste er absagen, aus privaten Gründen. Also habt ihr jetzt quasi hier den kleinen Vorteil, dass ihr diese Informationen hier quasi als erste bekommt. Zwar nicht aus erster Hand, aber zumindest aus zweiter. Also organisatorisch sieht es so aus, dass die Arbeiten fast abgeschlossen sind. Die Technical Charter für dieses TSC-Team ist fast fertig. Daran wird halt definiert, wie die Abläufe sind, wie werden Entscheidungen getroffen bezüglich der Inhalte, was wird umgesetzt. Solche Dinge sind alle, die müssen halt zu Anfang halt zu Papier gebracht werden. Das ist halt natürlich eine anstrengende Aufgabe, weil es technisch dadurch gar nicht weiterkommt, aber organisatorisch ist es sehr wichtig. Zusätzlich stehen eben die technischen Vorbereitungen, kommen wir gleich noch im Detail zu, auch so kurz vorm Abschluss. Also der ursprüngliche Plan war, Anfang Oktober zu starten. Jetzt sieht es so aus, als wenn es im November dann tatsächlich losgehen soll. Es gibt bereits eine eigene GitHub-Organisation für Laminas, wo all die Komponenten, die jetzt nicht Send Expressive sind und die nicht Apigility sind, entsprechend reinkommen. Da sind sogar auch schon ein paar, man sieht es hier, ein paar, zwei Projekte drin, eine Bridge und das GetLaminas-Projekt. Mehr ist da noch nicht drin, zwei Repositories, aber beziehungsweise mehr ist noch nicht öffentlich. Da sind natürlich schon mehrere Projekte drin, die sind aber eben noch nicht öffentlich zugänglich. Das heißt also, diese Organisation ist eben für alle
Das sind Framework-Komponenten inklusive dem MVC zukünftig zuständig. Das zweite ist, es gibt eine eigene Organisation nur für Expressive. Wie gesagt, Expressive sind mittlerweile, ich weiß nicht, 30 oder 40 einzelne Komponenten. Das heißt, hier wird es entsprechend gebündelt in einer eigenen Organisation. Man sieht auch, dass das Ganze ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt wird. Das Logo ist jetzt noch nicht wirklich so schön. Hier ist auch sogar noch gar kein öffentliches Repository drin. Das gleiche übrigens bei Appagility, auch da wurde das Ganze bisher als Platzhalter definiert. Und hier kommen, wie gesagt, alle Appagility-Komponenten entsprechend rein. Appagility selber, wer sich damit auseinandergesetzt hat, weiß, das sind auch 30, 40 einzelne Komponenten oder 20, ich weiß es nicht mehr so genau, die da quasi entwickelt wurden, die jetzt eben quasi hier ein neues Dach bekommen. Also der Großteil der vorhandenen Komponenten wird unter diesen drei Organisationen aufgeteilt. Wie gesagt, einige Komponenten, die jetzt aktuell nicht mehr weiterentwickelt werden, die bleiben natürlich als Framework-Komponente im Archiv. Die größte technische Änderung, die jetzt zu Beginn dann auf uns zukommen wird, ist relativ simpel. Es ändern sich die Namensräume. Alles, was vorher mit Send Expressive begonnen hat, beginnt jetzt nur mit Expressive. Die restlichen Komponenten bekommen halt das Laminas vorgestellt. Also Laminas ist dann quasi, oder Expressive heißt dann nicht Laminas Expressive, sondern bekommt wirklich den Hauptnamensraum Expressive. Dazu, Appagility war sowieso noch nie unter der Send Framework Organisation, sondern unter einer Send Framework Campus Organisation. Die begannen alle mit ZF. Die bekommen jetzt quasi auch ihre eigene Organisation und dadurch wird das Ganze noch ein bisschen besser strukturiert. Damit das Ganze funktioniert, muss natürlich auch Packages aktualisiert sein. Wir nutzen ja alle Composer und Composer arbeitet in der Regel mit Packages zusammen. Da sind dann entsprechend die Pakete definiert. Die Organisation ist ja sogar schon für das eine Paket eingerichtet, aber die meisten, dadurch, dass es noch nicht viel öffentlich ist, ist hier noch nicht so viel zu sehen. Aber das ist also quasi der nächste Schritt, die Verknüpfung dieser entsprechenden Repositories mit den Packages-Paketen. Wenn das abgeschlossen ist, dann kann man in der Regel schon schnell loslegen. Tools. Das Migrationstool, also die Entwickler entwickeln gerade an einem Migrationstool, was eben diese bestehenden Repositories halt anfasst, da diese Namensräume entsprechend anpasst, dann in die neuen Repositories überführt und das Ganze soll sogar inklusive der Historie sein. Das heißt also, wenn man für irgendeine Komponente bisher die 2.4-Version hatte, es gibt aber schon eine 2.8-Version, kann man trotzdem weiterhin die 2.4-Version auch nach diesem Wechsel nutzen. Das heißt, man muss wirklich nur in Anführungsstrichen die Namensräume anpassen und die gesamte Historie der Releases, die es bisher gab, wird beibehalten und bekommt eben auch diese Anpassung. Das heißt also nicht, dass jetzt wer nach Laminas wechseln will, zwingend in jeder Komponente die neueste Version nutzen muss. Dieses Migrationstool wird dann etwas aufgebohrt und Nutzer bekommen das an die Hand, um ihre Bestandsanwendung entsprechend zu migrieren. Im Wesentlichen passiert ja Folgendes, es werden halt die Namensräume und die Uses dann entsprechend in euren Dateien angepasst. Das kann man in der Regel wahrscheinlich mit einer geeigneten IDE wie PHP Storm auch in relativ vergleichsweise kurzer Zeit auch selber hinbekommen. Also der wichtigste erste Schritt ist, wie gesagt, es gibt jetzt keine 1000 neue Features, sondern es geht jetzt erstmal darum, diesen Namenswechsel zu machen und da die Migration möglichst einfach zu machen. Der Launch ist für November 2019 geplant. Wie gesagt, ursprünglich sollte es im Oktober losgehen. Jetzt hängen wir ein bisschen hinterher. Ich glaube dem Matthew auch, dass das auch soweit klappen wird. Er hat mir das zumindest versichert, denn bei ihm war es halt so, ich glaube, er war 13, 14, 15 Jahre bei Send angestellt und hat alleine 10 Jahre jetzt das Send-Framework-Projekt geleitet. Für ihn war der Schritt, glaube ich, auch nicht so einfach,
von dem Unternehmen wegzugehen und was Neues zu machen. Und er hat jetzt im letzten Naminas Newsletter dann auch geschrieben vor wenigen Wochen, dass momentan für ihn die Finanzierung gesichert ist. Er ist beim Unternehmen angestellt, die ihm nahezu Vollzeit an Laminas arbeiten lässt. Und das ist halt das, was er momentan macht. Und der Fokus ist eben bei ihm persönlich darauf, diesen Wechsel entsprechend in den nächsten Wochen tatsächlich geschehen zu lassen. Gut. Die große Frage, wann kann ich endlich starten? Ja, wahrscheinlich im November. Und die zweite Frage ist natürlich, will ich das überhaupt? Wie kann man das Ganze so ein bisschen befeuern? Also ich selber, für mich selber ist das Send Framework eben auch für unsere Projekte, die wir selber machen und die wir für Kunden machen, natürlich schon sehr relevant. Weswegen ich auch persönlich da ein Interesse habe, dass das weitergeht. Weil ganz ehrlich, ich hätte jetzt keine Lust, wenn das Framework eingestellt wird komplett, jetzt irgendwie auf ein anderes Framework zu wechseln und das für diverse Kundenprojekte und für viele andere Sachen. Das wäre jetzt eher ungünstig. Wer daran interessiert ist, kann mitmachen, indem er sich eben auch als Unternehmen, beziehungsweise er kann mit seinem Chef reden und sagen, hier, wir arbeiten jetzt so viel mit Send Framework, wir wollen, da gibt es jetzt eine Veränderung, wir können jetzt ein bisschen uns mit einbringen und kann sich quasi dann selber beteiligen, indem er Mitglied wird. Da gibt es auch gleich noch eine Chart zu mit einem entsprechenden Link, wo man sich da Informationen holen kann. Durch die Finanzierung von nicht nur einem Unternehmen, sondern von vielen, also man verteilt die Last quasi auf viel mehr Schultern. Das kann auch durchaus auch für ein Unternehmen Sinn machen. Der Open-Source-Gedanke heißt ja nicht nur als Unternehmen, ja, ich nehme ja die Software, die ist kostenlos und lasse die anderen für mich arbeiten, sondern Open-Source heißt ja letztendlich auch, dass man selber auch was zurückgibt als Unternehmen oder als Entwickler, indem man halt die Tools, die einem bereitgestellt, die einem dann kostenlos bereitstellt, eben auch supportet, indem man eben Mitglied wird. Ich weiß nicht, welche Strukturen da sein wird, ob das jetzt nur für Unternehmen relevant ist, dass nur Unternehmen da sich eine Finanzierung lohnt oder ob es auch vielleicht für Privatleute interessant sein kann. Das ist soweit jetzt noch nicht bekannt, aber man kann sich dadurch natürlich auch entsprechend schon das Ganze vorantreiben. Dazu zeige ich auch gleich noch was anderes in diesem Bereich, was der Messi gestartet hat. Auch bei der Entwicklung kann man schon mithelfen. Also es arbeiten jetzt auch schon einige Entwickler, die schon jahrelang für Send Framework sich beteiligt haben, die eben nicht von der Firma Send stammen, sondern eben freie Entwickler, die das Ganze vorantreiben. Und die arbeiten momentan auch daran, an den Migrationstools, an der technischen Basis und so weiter. Wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt, dass es wirklich weitergeht, kann man da natürlich auch den Kontakt zu Messio suchen und sagen und weitere Hilfe entsprechend dann anbieten. Gut, Anmeldung. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, sich als Mitglied oder das Interesse als Mitglied zu bekunden. Ich habe mich da auch schon vor einigen Wochen angemeldet. Ich habe zwar jetzt bisher noch keine offizielle Rückmeldung. Ich denke mal, das wird dann kommen, wenn das wirklich konkreter wird und wenn Sie weiter wieder richtig an die Öffentlichkeit gehen. Da kann man also sein Interesse bekunden, wenn man sagt, als Unternehmen oder auch als Entwickler, ich will das Ganze supporten, ich will das vorantreiben. Es gibt einen Newsletter, der liegt bei Patreon. Ich weiß nicht, ob ihr Patreon kennt. Da kann man halt quasi, wenn man irgendwie ein Projekt vorhat, irgendwas vorhat, quasi so im Crowdfunding-mäßig Unterstützer suchen. Das hat der Matthew aufgebaut und hat da zumindest schon ein paar Leute gefunden. Mittlerweile hat er das auch wieder auf Eis gelegt, eben weil die Finanzierung für ihn persönlich sich gerade gelöst hat. Und trotzdem kommt hier entsprechend immer noch ein Newsletter raus. Also die entsprechenden News kann man jetzt auch nachlesen, die es bisher gab, unter dieser entsprechenden Adresse. Da könnt ihr dann entsprechend der kommt jetzt jeden Monat raus. Der nächste müsste jetzt irgendwann Anfang November, Mitte November rauskommen. Da kann man sich dann entsprechend auch aktuell informieren. Für die eigenen Projekte ist es so,
Wenn man Zen Framework 2 Projekt hat oder ein Zen Framework 3 Projekt, ist der Wechsel relativ überschaubar. Vom Zen Framework 2 sollte man natürlich erstmal versuchen, dass man auf Zen Framework 3 migriert, was wie gesagt nicht so kompliziert ist. Und dann ist der Wechsel zu Laminas nicht so kompliziert für uns Leidensgenossen, die noch Zen Framework 1 Projekte betreuen, ist die Migration, das Migrationsproblem halt weiter, besteht halt weiterhin. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt schon in mehreren Projekten. Ich habe es auch schon bei einigen Kunden zusammen eingeführt mit dem Team, dass man halt quasi Zen Express davor schaltet vor die Anwendung und das versucht nach und nach zu migrieren. Und das ginge natürlich hier auch, wenn man dann einfach mit Express direkt startet. Gut, kurzes Fazit. Das Laminas-Projekt sichert halt im Prinzip die Zukunft für alle Projekte, die momentan auf dem Zen Framework basieren. Migration vom Zen Framework 3 mit Einschränkung auch vom Zen Framework 2 wird gut unterstützt. Im Wesentlichen wird man Namensräume anpassen müssen. Und ich sehe das durchaus positiv, dass das weitergeführt wird. Man weiß natürlich nie, was in der Zukunft passiert, ob das jetzt, wie es jetzt wirklich vorangeht. Das hängt auch natürlich stark von den Mitgliedsunternehmen an. Aber was ich so bisher habe munkeln hören, da sind schon einige Interessenten, die das weiter vorantreiben wollen, weil es gibt immer noch im internationalen Bereich und auch in Deutschland auch viele Kunden, die oder viele Unternehmen, die eben auf das Zen Framework setzen. Letzte Frage. Ich habe ja zu Anfang meine Zen Framework Bücher gezeigt. Wann kommt denn mein Laminas Buch raus? Also ich habe nichts geplant bisher. Also die Frage kam neulich auch schon auf. Ja, wenn das jetzt Laminas kommt, wann schreibst du denn dein Buch? Also bisher ist da nichts geplant. Ich habe das jetzt dreimal gemacht und das hat auch viel Zeit gekostet, hat auch viel Spaß gemacht und viele Erkenntnisse gemacht. Ob ich jetzt zwingend auch ein Laminas Buch schreiben sollte, das muss ich nochmal für mich selber entscheiden. Aktueller Stand noch nicht, aber vielleicht muss man auch erstmal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Gut. Das war es soweit. Wenn Fragen sind, fragt gerne. Ansonsten war es das, was ich bisher mit euch teilen konnte zu dem Projekt.